Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei einem neuen Video. Heute geht es um das Gerät, was in diesem wunderschönen Case drin ist und das sehen wir gleich. Bis gleich! Ja, normalerweise habe ich ja jetzt einfach das Gerät schon auf meinem Tisch stehen und wir gucken uns das Ganze aus der Nähe an. Heute habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder ein gutes altes Unboxing, so wie man es früher irgendwie öfter gemacht hat als in letzter Zeit. Das Gerät, ihr habt es mit Sicherheit schon in der Überschrift gelesen, ist der Quant ClubMax 3400 mit integriertem Pangolin FB4 Interface und in meinem Fall noch integriertem Pangolin Saturn 1 Scanner System, also quasi momentan mit das Beste, was man kaufen kann. Das Ganze wird eben in diesem Plastikcase geliefert, das ist so ein bisschen ein Peli-Case-Nachbau, macht einen extrem stabilen Eindruck und ich würde dem Ding auch zutrauen, dass man damit mal durch einen Regenschauer läuft, ohne dass dem Inhalt was passiert. Also fangen wir mal an. Wie immer natürlich das Außenrum zuerst und am Schluss das eigentliche Gerät. Ich schiebe mal ein kleines bisschen auf die Seite. So, wenn wir den Koffer aufmachen und den gerade frisch quasi geliefert bekommen haben, dann finden wir hier oben drauf zuallererst mal ein Zertifikat in einer Plastikhülle. Außerdem ist in dieser kleinen Plastikhülle auch noch einmal eine Bedienungsanleitungs-CD drin und eine kleine Lasersicherheitsbroschüre. Dieses Zertifikat ist quasi die Messung direkt nach dem Zusammenbau von diesem Laser, was dann wirklich an Leistung rauskommt. Also das hier ist jetzt der ClubMax 3400. Das bedeutet, wir haben eine minimal garantierte Ausgangsleistung von 3,4 Watt RGB. Und hier wurde jetzt quasi nochmal jede einzelne Farbe einzeln gemessen, was denn dann am Ende auch wirklich rauskommt. Wir haben jetzt hier eine gemessene Ausgangsleistung von Rot von 1,003 Watt, von Grün ist 0,45 Watt und von Blau ist 1,731 Watt, was insgesamt jetzt bei diesem Laser 3,658 Watt macht. Das heißt, wir haben also schon 250 Milliwatt mehr Ausgangsleistung als minimal angegeben. Das heißt also, ihr habt hier quasi keinen 3,4 Watt Laser, sondern einen 3,6 Watt Laser. Wird jetzt am Ende keinen großen Unterschied machen. Aber nur, damit ihr wisst, dass diese Angabe bei Quant zumindest auf jeden Fall immer die minimale Ausgangsleistung beschreibt und nicht irgendwie einen Wert, der unter utopischen Umständen auf dem Mars irgendwie erreicht werden könnte, theoretisch. Ja, als nächstes haben wir hier, was ich vielleicht noch kurz sagen könnte, dieses Case-Inlay ist quasi darauf angepasst auf den Laser und zugeschnitten. Bei der vorherigen Generation gab es am Anfang Cases dazu, die quasi mit diesem Klötzchen-Schaumstoff ausgestattet waren und rausgebrochen waren. Und da, wenn man ein paar Mal den Laser passgenau quasi raus und reinzieht, dann entsteht da bloß ein Chaos, weil sich die einzelnen Klötzchen lösen. Das wurde jetzt hier verbessert. Wir haben jetzt hier ein extra angepasstes Schauminlay. Das fühlt sich sehr wertig an und es macht auch den Eindruck, als würde es den Laser eigentlich ganz gut schützen. Ja, zum Lieferumfang gehört dann hier einmal ein Powercon-Anschlusskabel. Was haben wir auf der Seite? Also wir haben hier einmal ein 10 Meter XLR-Kabel. Wofür das ist, zeige ich euch gleich noch. In diesem Fall nämlich nicht für DMX, wobei man es sicherlich dafür verwenden könnte. Aber das schauen wir gleich noch. Dann haben wir hier ein USB auf Mini-Klinke-Kabel. Das ist allerdings nicht irgendwie zum Musikhören oder so, sondern um den eingebauten Pangolin Saturn 1 Scanner zu tunen. Das ist aber ehrlich gesagt nicht unbedingt nötig, je nachdem wie professionell ihr an die Sache rangeht. Allerdings, ja gut, wer diesen Scanner kauft, der weiß normalerweise, womit er es zu tun hat. Dann haben wir hier noch ein 10 Meter Netzwerkkabel, CAT5, auch im Lieferumfang. Als nächstes ist hier einmal ein Dipol quasi Überbrückungsstecker. Da kann ich jetzt auch gleich schon erzählen, wofür das Kabel ist. Das Kabel ist nämlich für den Notaus und dieser Stecker ist für Wartungsarbeiten, dass man den Notaus nicht anschließen muss, sondern einfach direkt hinten quasi den Notaus überbrücken kann. Dann haben wir hier noch zwei Schlüssel im Lieferumfang. Da muss ich gleich dazu sagen, finde ich ein bisschen schade, dass es nur zwei sind, weil bei meinem Laser sind vier Schlüssel dabei und wenn einer verloren geht, ist nicht so schlimm. Da man aber sowohl am Laser als auch am Notausschalter einen Schlüssel braucht und wenn hier einer verloren geht, hat man ein Problem, dann kann man den Laser nämlich nicht mehr einschalten. Ja, und dann zu guter Letzt hier noch der mitgelieferte Notausschalter, aber das schauen wir uns dann gleich alles auch noch im Detail an. Jedenfalls haben wir hier Notaus, einmal einen Startknopf für den Laser, einen Schlüsselschalter und dann hier eben den dreipoligen Anschluss für das ganz normale Standard XLR-Kabel, das sehr, sehr geil ist, weil man es einfach verlängern kann, weil jeder XLR-Kabel im Prinzip rumliegen hat und die sehr günstig sind.
Ja, und dann ganz zum Schluss natürlich das Hauptgerät an sich. Ich klappe mal den Bügel hoch, damit ich den auch gescheit rausnehmen kann. Ja. Kommt das Inlay schon mit. Das hier ist quasi das Wunderwerk der Technik. Der Quant Club Max 2400 FP4, eben jetzt hier mit dem Scanner-Upgrade zum Saturn 1 Scanner. Das Ganze schauen wir uns gleich alles mal im Detail an. Ich meine, die Kabel brauche ich euch nicht zeigen, aber den Laser zeige ich euch jetzt. Und dazu sehen wir uns im nächsten Clip. Bis gleich. So, bevor wir jetzt in die eigentliche Detailansicht gehen, habe ich mir gedacht, zeige ich euch den Laser jetzt schnell nochmal quasi altmodisch, so wie in den anderen Videos, die Geräte auch hier auf dem Tisch stehend. Und zwar ist das Ganze ein relativ kompaktes Lasersystem. Es gibt kleinere, aber nicht quasi mit diesem Funktionsumfang. Und dieses Gerät macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Also auch wenn man das Teil mit auf Tour nimmt, kann man davon ausgehen, dass sich normalerweise nicht gleich alle Strahlparameter verstellen. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Das wäre nämlich nicht mal ein großes Problem. Also, von vorne sehen wir hier den Laser, das Laser-Austrittsfenster. Das ist jetzt gerade noch zu, weil es schwarz ist. Wir haben hier jetzt nämlich quasi als Neuerung im Gegensatz zu den anderen Quantenlaser kein Austrittsfenster mehr mit einem Schieber davor und diesen zwei Schlitten hier, sondern wir haben diesen Schieber quasi ins Gehäuse eingelassen mit einer kleinen Schraube. Und dann kann ich, wenn ich das aufmache, diesen Schieber im Gehäuse versenken und der steht nicht vorne dran und man kann ihn nicht abreißen. Für den Transport oder für die Lasersicherheit kann man eben dann aber diesen Schieber auch quasi stufenlos verstellen und festziehen. Also das ist natürlich wieder typisch Quant und ein sehr geiles Feature, das mittlerweile jetzt auch immer mehr andere Hersteller an ihren Lasern übernehmen. Dann haben wir hier natürlich einen relativ stabilen Haltebügel. Damit können wir den Laser im Prinzip in jeder Position irgendwie festmachen. Wir haben hier oben auch drei große Löcher, wo jeweils eine M10-Schraube durchpasst. Das heißt, wir können den auch mit mehr als einem Haken oder mehr als einer Schelle irgendwo befestigen, auch seitlich oder so. Dann haben wir hier an der Seite einmal eine sehr große Feststellmutter für diesen Haltebügel. Das ist sehr bequem, weil die sich sehr einfach festziehen lässt und dann der Laser sich auch nicht mehr verstellt. Unter diesem Haltebügel haben wir noch eine kleine Besonderheit, dazu komme ich aber dann gleich in der richtigen Detailansicht noch. Auf der Rückseite, da ist jetzt quasi der Ort, wo die Magie quasi stattfindet. Wir haben also einmal, was hier schon auffällt, einen kleinen Drehnupsi mit dem Pangolin FP4 Interface eingebaut. Wir haben Ein- und Ausgang für den Notausschalter, wir haben Ein- und Ausgang für den Strom, wir haben einen Powerschalter, einen Schlüsselschalter, dann quasi einen ILDA-Eingang, wenn man eben den Laser mit irgendeiner anderen Software betreiben will, außer Pangolin oder irgendein anderes Setup hat und ein externes Interface benutzen will, kann man hier immer noch ganz standardmäßig mit ILDA rein. Und wir haben hier einen integrierten Netzwerkswitch mit zwei Ethercon-Anschlüssen und oben drüber noch DMX-Ein- und Ausgang. Das Ganze schauen wir uns jetzt gleich eben nochmal in der Detailansicht an und da erkläre ich dann auch, wozu die einzelnen Anschlüsse und Displays eben jeweils da sind. Ja, das war jetzt quasi die Rundumsicht einmal um den Laser. Wir haben hier unten noch Kühlungsschlitze mit eingebauten Lüftern. Diese Lüfter sind temperaturgesteuert, das heißt, die sind im Normalfall relativ leise. Es muss schon echt warm werden, damit die mal anfangen hochzudrehen und ansonsten hört man die eigentlich nicht großartig. Sobald ein kleines bisschen Hintergrundmusik läuft, sind die nicht mehr zu hören. Ja, dann geht es jetzt aber auch wirklich in die Detailansicht. Bis gleich. Auf der Vorderseite können wir jetzt nochmal den stufenlos verstellbaren Blendenschieber und das dahinterliegende Saturn 1 Scanning-System betrachten. Der Scanner war in meinem Fall jetzt auf 60 kpps getuned bei 8 Gal ILDA, ist jedoch bei weniger Ausgabewinkel auch zu schnellerem fähig. Kommen wir nochmal im Detail zur Rückseite des Club Max. Auf der linken Seite haben wir DMX Ein- und Ausgang, um das Pangolin FP4 Interface direkt über DMX ansteuern zu können und zuvor gespeicherte Dateien eben abrufen zu können. Darunter befindet sich der Ethernet Switch, womit wir das FP4 Interface direkt mit Pangolin Beyond oder Quickshow ansteuern können und das Schöne ist, auch dann direkt weiter zum nächsten Laser durchschleifen können. Daneben befindet sich das eingebaute FP4 Interface mit seinem SD-Kartenslot und seinem Einstellrädchen. Oben drüber finden wir eine Besonderheit und zwar den Color Balance Knopf. Wenn wir diesen aktivieren, dann sehen wir die Ausgabe exakt so wie in der Vorschau der Software, also wirklich von den Farben her perfekt wie in der Vorschau. Das heißt, wir müssen nicht erst noch den Laser justieren, sondern wir können tatsächlich die Show so abspielen, wie wir sie auch in der Vorschau der Software gesehen haben, wenn wir sie vorher programmiert haben.
Rechts neben dem Interface befindet sich noch ein ILDA-Eingang, wie vorhin schon erwähnt, einfach um andere ILDA-Quellen dort anzuschließen. Darunter der Schlüsselschalter, Strom, Ein- und Ausgang mittels Powercon. Da oben drüber befindet sich der Ein- und Ausgang für den Notausschalter. Das heißt, wir können auch das Notaussignal durchschleifen zu weiteren Lasern und brauchen keine extra Verteiler dafür. Und daneben befindet sich der Ein- und Ausschalter. Ganz unten rechts in der Ecke haben wir natürlich noch das Safety Eye für die sichere Montage in der Truss. Am eingebauten FP4-Interface lassen sich natürlich allerhand Sachen einstellen, zum Beispiel der Operation Mode, wie wir hier sehen können, also ob das Gerät über Netzwerk mit Pangolin Beyond oder Quickshow verbunden sein soll oder ob es ein Signal über DMX empfangen soll bzw. Autoplay und solche Geschichten. Außerdem können wir natürlich die Beschaffenheit des Projektionsbildes verändern, also X und Y invertieren, die Größe verändern, die Helligkeit der einzelnen Farben verändern und wir können natürlich aber auch noch das Scan Safety einstellen. Auf der rechten Seite des Projektors finden wir eine weitere Besonderheit, und zwar eine kleine Klappe, hinter der sich die Justage-Schrauben für das Lasermodul befinden, um so das Gerät ganz einfach von außen zu justieren, falls sich die Strahlparameter mal verstellt haben sollten. Zu guter Letzt möchte ich euch die Funktionsweise des Geräts natürlich nicht vorenthalten. Dazu habe ich jetzt einfach mal den Laser mittels Netzwerk und Pangolin Beyond verbunden, Strom natürlich eingesteckt und das Ganze dann noch mit dem Notaus verbunden. Und dann können wir das ganze Gerät natürlich jetzt auch einfach in Betrieb nehmen. So, genug um den heißen Brei geredet, jetzt gibt es noch ein paar Ausgabebilder aus der Beyond-Software, später am Ende des Videos dann natürlich auch noch Beambilder. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck über das Gerät gewinnen. Ich muss sagen, ich persönlich bin extrem begeistert davon. Allerdings muss ich von mir auch sagen, dass ich Pangolin-Nutzer bin. Das heißt also, ich kann sehr gut von diesem eingebauten FP4-Interface und diesen Annehmlichkeiten, die das mit sich bringt, profitieren. Wenn ihr jetzt natürlich irgendeiner anderen Software euch zugehörig fühlt, also zum Beispiel LDS oder was weiß ich, es gibt ja echt viele auf dem Markt, dann ist das mit dem eingebauten FP4-Interface natürlich völliger Blödsinn und Geldverschwendung. Aber für alle diejenigen, die Pangolin nutzen und Pangolin auch professionell nutzen, ist das hier natürlich ein extrem einfacher Weg, quasi sein Setup zu gestalten, weil man geht einfach von einem Computer, meinetwegen mit einem Hybridkabel, mit Strom, einmal Netzwerk und einmal DMX bzw. XLR, das ist in dem Fall egal. Einfach einmal hier zu dem Laser, geht hier rein, ja, in den Netzwerkswitch einmal für die Laserausgabe, einmal Strom für die Stromversorgung und einmal XLR für den Notaus und kann wieder mit einem Hybridkabel einfach zum nächsten Laser weitergehen. Man braucht keinen großen Verkabelungsaufwand machen mit irgendeinem Netzwerkswitch oder irgendeinem Switch für das Notaussignal, das den Strom komplett trennt oder sowas. Das ist einfach alles hier integriert. Es ist extrem einfach, damit eine Show mit mehreren Lasern aufzubauen. Übrigens auch mit den größeren, also mit dem Club Max 6800 zum Beispiel oder auch nur mit Club Max 3000, 6000. Die gibt es auch mit dem FP4-Interface integriert. Dann zusätzlich hier ist ja noch der, habt ihr ja gerade schon ausgiebig gesehen, der Saturn 1 Scanner verbaut. Das ist natürlich momentan das Beste, was man so an Scanner kaufen kann. Der macht natürlich schon eine Abbildungsqualität und vor allem eine sehr genaue Abbildung, was extrem von Vorteil sein kann, wenn ihr auf eine große Entfernung zum Beispiel Spiegel anvisieren wollt oder so. Dieser Scanner ist sehr, sehr genau und das ist halt natürlich schon geil. Allerdings ist es natürlich auch ein vergleichsweise zum Rest des Gerätes großer Aufpreis, weil wir sprechen jetzt hier von einem Verkaufspreis, der liegt so um die 4.500 Euro mit dem Standardscanner. Mit diesem Scanner Max sind wir um die 8.000 Euro. Nagelt mich nicht fest, schaut den tagesaktuellen Preis einfach im Shop eurer Wahl nach. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr braucht oder was ihr wollt oder wie viel Geld ihr ausgeben könnt, wenn ihr an diesem Gerät interessiert seid.
Jedenfalls muss ich für meinen Teil sagen, dass dieses Gerät wirklich extrem meine Erwartungen erfüllt hat und ehrlich gesagt sogar übertroffen hat. Wie gesagt, ich bin ja noch ein Quant-Nutzer von Quant E-Lite 2. Das ist natürlich hier ein Quantensprung, klingt blöd, ist aber so, doofes Wortspiel, ist natürlich schon ein ganzes Stück weiter, als es vorher war. Und da ist dieses Gerät echt richtig geil. Ja, am Ende des Videos möchte ich mich jetzt noch bei GT-Tech Deutschland, also bei dem Quant-Distributor für Deutschland, für die zur Verfügungstellung des Geräts bedanken. Denn ohne den hätte das Video jetzt hier nicht stattfinden können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, bleibt dran, practice and enjoy und ciao.